Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe noch gar nicht gevloggt und hier ist schon richtig Rambazamba. Schaut Hallo. Mal, die Julia ist da, die dekoriert nämlich schon. Sie war ja letztes Jahr auch schon. Julia macht jetzt nur gerade ein bisschen Radau. Schaut mal, was sie alles mitgebracht hat wieder. Oh mein Gott, dieses Jahr mehr Jungfrau. Was? Sie macht Lärm. Let's go. Gott sei Dank muss ich nicht selber pusten. Ja, das wäre lustig, ja? Schaut mal. Das ist schön. Schaut mal. Ich freue mich auf jeden Fall. Das Gerät ist praktisch. Jetzt machst du jetzt hier die Girlande, so schnell geht das? Ja. Ein richtiger Profi. Übrigens hat die liebe Julia auch eine Webseite, wo sie auch fertige Boxen verkauft. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt in Deutschland zu Hause seid oder weiter weg in Österreich und die liebe Julia nicht vorbeikommen kann, um euch sowas zu zaubern, dann kann man nämlich auch so eine Box fertig kaufen. Da hat sie ganz viele Motive. Dino, Meerjungfrau, Prinzessin. Prinzessin, man kann Schwan, auch. Schwan, so mäßig Gold. Man kann auch gerne ein Motto bestellen. Achso, man kann genau. Auch ein extra und dann Motto. Dann stelle ich gerne auch was zusammen. Das ist voll cool. Dann kriegt sie so eine fertige Box. Mit allen. Mit Ballongirlande, mit Anleitung, also ich also. Helfe euch. Und Tipps und Tricks zum Dekorieren. Oh, seht ihr? Also checkt das unbedingt ab. Ich habe sie unten in der Infobox steht. Ihre Webseite und ihr Instagram-Account. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr ein bisschen Liebe da lässt bei ihrem Instagram-Account und ganz viele Abonnenten. Das wird mich so freuen, weil sie ist so eine süße Maus. Sie ist so schnell eingesprungen, weil, weiß nicht, ich habe gestern schon gesagt, ich wollte eigentlich bei McDonald's feiern. Das ging sich jetzt leider doch nicht aus wegen dem Papa, weil er nicht frei hat und so weiter. Und sie hat es sofort gecheckt und gekommen. Also sowas ist wirklich super. Super Service. Du musst nur sagen, wenn du Hilfe brauchst, gell? Ja, danke. Sie wuselt das so schnell. Brrr, wie so eine Mickey Maus, ganz, ganz schnell. Aber mega, ich freue mich. Gebt euch das. Ist das nicht ein wunderschön gedeckter Tisch? Ich meine, what? Wie schön ist das bitte? Schaut mal, der Tisch ist jetzt fertig. Also jetzt ist er wirklich perfekt. Ich habe noch die Gastgeschenke hier eingefüllt in diese schönen Muscheltaschen. Und schaut mal, wie schön das ausschaut. Jetzt hat sie hier noch so darüber so ein Stoff, so ein Läufer, damit das wie Wasser ausschaut und so Blasen. Oh, wie schön. Die ganzen Muscheln und die ganze Deko und so. Wirklich wunderschön. Bitte gebt euch das. Ich habe jetzt extra die Leuchten geholt, wollen nämlich noch ein schönes Bild machen. Oh, wie schön. Gefällt es euch, Mädels? Ich liebe Donuts. Du liebst diese Donuts? Du willst sie essen? Die Lara will alles jetzt essen. Luisa, schau mal! Die Luisa wird sicher einen zugreifen wollen. Glaubst du? Yeah. Ja. Oh, wie schön. Das ist wirklich mega schön. Ich musste jetzt nur dunkel machen, damit wir hier ein schönes Licht hier zusammen bekommen. Julia, magst du dir dein Werk mit schönem Licht anschauen? Ja. Bitteschön. Oh, tada! Wie schön ist das bitte? Und schaut mal, seht ihr das? Diese Ballons, die schweben. Hat sie mit so die Blubberblasen vom Ozean. Oh. Was sagt man da? Schaut mal. Wow. Mega. Na, das Max. Heißt, dir fehlt noch deine Torte. Deine ah, hier steht meine Torte. Kunstwerk. Meine Torte. Ist das schön? Ja. Ja? Ich wollte dir jetzt essen. Noch nicht jetzt essen, okay? Noch warten. Aber sieht wirklich voll cool aus. Sieht wirklich voll cool aus. Aber wenn man die Flossen so sieht, denkt man, du hast irgendwie Fische gekocht. Gefärbt, gell? Ja, und dann hast du die Schwänze von dem. Schaut mal. Oh, gefällt sie Lara? Und die Lara hat sogar extra ihr Meerjungfrauen-T-Shirt angezogen. Ist das schön? Ich nehme gleich den Fisch. Nein. Nicht hinfassen. So, meine Lieben, die Kinder sind jetzt schon alle da und sie spielen jetzt gerade ein bisschen im Wohnzimmer. In einer halben Stunde kommt der Zauberclown, auf den freue ich mich auch schon. Bin echt mega gespannt, was der vorbereitet hat, weil das ist so ein Clown mit Zaubertricks und Ballons. Da bin ich echt gespannt. Ja, ich werde auf jeden Fall zu den Kindern rübergehen, aber ich werde euch natürlich nicht mitnehmen, weil ich möchte die Kinder natürlich nicht filmen. Logischerweise möchte ich keine fremden Kinder hier zeigen.
Und ja, wir werden auf jeden Fall den Geburtstag genießen und ich werde euch auf jeden Fall so ein bisschen mitnehmen, wenn der Zauberclown da ist. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen filmen und danach werden wir die Torte anschneiden und so weiter. Ja. Hokus pokus, simsalabim und hopp. Habt ihr sie jetzt schon drin? Nein. Ja. Nein. Ja. Oh, ich sehe was. Moment. Greif mal rein. Soll ich dran ziehen? Ja. Ich habe eine Schnur gefunden, eine rote. Soll ich da dran ziehen? Ja. Sicher? Ja. Okay, Achtung. Und kommt was raus? Ich glaube, das ist kein Name. Egal, doch, 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 das ist sicher. Da steht sicher irgendwo mein Name, oder? Bin ich das? Und wer? Und ich. Und steht da noch. Achso, das heißt ich. Ich heiße ich. Zauberhut, den sprechenden Zauberhut. Der sprechende Hut, glaube ich. So, aufpassen, dass er nicht zum Sprechen anfängt. Ja. Ups. So, schön bist du, ja, einigermaßen. Ja, wunderbar. Okay. Schau mal her, Michael. Da kriegst du diesen Zauberstab. Und Kinder, wir werden jetzt... Malen. Wer von euch kann denn gut malen? Wow. Oh, mit Haare. Sehr schön, ja, hast sogar Haare dazu bekommen. Süß. So. Schau mal, was wir hier machen. Vielleicht eine etwas kleinere Zauberbrille. So. Ja, das ist sehr hübsch. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Kannst du jetzt besser sehen. Okay, und dann brauchen wir noch eine Zauberbrille. Lara, Luisa, ich schau mal auf die Luisa. Das. So. Aber kein Knast. Magst du vielleicht den kleinen Zauberstab? Der ist doch kein Zauberstab. Harry Potter Zauberstab, ja. Okay. Ja. So, was machen wir denn jetzt mit dir für den Trick? Traust du dich was mit Wasser zu zaubern? Ja? Okay, wir zaubern was mit Wasser, ja? Und zwar habe ich hier meine Zauber. Michael, holst du ein Glas Wasser? Ich weiß, was wir wegmachen können. Also, dann hol ein Glas Wasser. Ich habe hier noch ein Glas. Okay. Das wird reichen. Okay, also. Ich habe hier ein bisschen Wasser. Schauen wir mal, ob das noch rauskommt. Ist das echtes Wasser, oder? Ja, echtes Wasser. Sicher? Ja. Okay. Und wir werden jetzt dieses Wasser werden wir jetzt über einen von denen verschwinden lassen. Ja, die Theo in den Müll. Über wen soll man es denn verschwinden lassen? Hast du eine Idee? Da kann man da noch nicht dran war. Nimm den Matteo. Matteo, ja, komm her zu mir. Wir lassen jetzt dieses Wasser nämlich über deinem Kopf verschwinden. Ja? Gefällt dir deine Torte? Oh. Sollen wir alle singen? Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Lara. Happy Birthday to you. Wünsch dir was. Ja, bravo. Lieber Löffel. Okay, Löffel für ihn. Ja. So, meine Lieben, Party ist vorbei. Oh mein Gott, es war so schön. Es war wirklich so schön. Der Clown hat wirklich so eine coole Stimmung auch gemacht. Die Lara trinkt noch ein bisschen Saft. Und... ja, ich räume schon ab. Also ich habe schon meine Mülltüte vorbereitet und räume schon ab. Ja? Ich habe alle runtergetan. Die müssen alle da sein. Da, schon da. Möchtest du mit deinen Spielsachen spielen von deinen Freunden? Nee. Na dann nimm. Ich will die da spielen. Okay, magst du alles aufmachen gehen? Schaut mal, die Lara, magst du herzeigen, was du bekommen hast? Schaut mal, von ihrer besten Freundin hat sie das bekommen. Familie. Na, das hast du von der Lilly bekommen. Okay. Das ist von der Lilly. Das ist vom Luca. Das ist von Emila. Und dann hat sie ganz viele Gutscheine bekommen. Auch von Emila hast du bekommen, damit du dir selber was aussuchen kannst. Was denn? Ein Spielzeug, genau. Damit du in ein Oh mein Gott, das ist so gut so geklebt. Achso, die Karte ist da nicht mehr drin, genau. Die Karte ist ja schon rausgefallen. Da hast du Geld da drauf und da kannst du dir was aussuchen. Ja? Und da ist noch ein Malbuch und ganz viel Süßkram hast du auch bekommen. Hier ist die Naschtüte und hier die Spielsachen. Geh mit Michelle und mach die auf. So. Die Spangen sind da, schau. Du kannst die Spangen zu deinen Spangen räumen in dein Zimmer. Wo ist die andere? Hier. Okay? Den
mir schön geschenkt. Das hat sie dir schön geschenkt? Freust du dich? Hast du die besten Freunde? Ja. Ja. Ich sag's euch, die Küche habe ich jetzt abgeräumt, also zumindest den Tisch. Und ja, ich habe hier auch Staub gesaugt gleich, weil die Kinder haben natürlich Kuchen gegessen. Könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Boden ausgesehen hat. Ich bin so durch. Ich sag's, ich bin einfach so müde. Ich habe auch ein bisschen wenig geschlafen, weil ich habe die Torte bis 0 Uhr irgendwas fertiggestellt. Ja, auf jeden Fall bin ich heute ein bisschen fertig. Meine Fieberblase ist schon am Abheilen, yay. Und Kopfschmerzen habe ich nicht mehr. Ich koche gerade Fischstäbchen. Also heute muss es schnell gehen, weil heute habe ich keinen Nerv mehr für irgendwas kochen. Gibt es deswegen Fischstäbchen, Backfischstäbchen. Ich zeige euch welche. Die da. 13 Backfischstäbchen. Die quasi ein bisschen besseren Fischstäbchen. Und Reis habe ich noch von gestern oder so. Den werde ich noch erwärmen. Und ich warte noch auf den Papa und dann machen wir uns einen gemütlichen Tag. Abend, Schrägstrich, ist ja schon. Müsste schon 17 Uhr sein. Fernsehen habe ich Bock. Heute kam ja kein Vlog, weil heute ist ja Donnerstag. Der videofreie Donnerstag. Und morgen hat die Lara ja wirklich Geburtstag. Also heute hat sie noch mit den Freunden gefeiert. Und ja. Ich wollte noch irgendwas sagen. Hab vergessen. Ja, morgen machen wir dann was in der Familie, wie wir das immer so machen. Können wir was essen. Und nochmal eine Torte. Aber die kaufe ich. Oder ich kaufe eine ganz kleine Torte. Vielleicht eine Benjamin-Blümchen-Torte. Weil die schmeckt ja so lecker. Und ja. Warten mal auf die. Ich bin so müde. Vielleicht merkt ihr das. Müde. Das Grauen. Ich freue mich, wenn der Papa nach Hause ist. Müssen wir mal anrufen, warum er noch nicht zu Hause ist, by the way. Und im Kinderzimmer schaut es so aus. Die Michelle hilft der Lara beim Aufbau und ihrer ganzen Playmobil. Geschenke. Michelle war heute so eine große Hilfe. Michelle, du bist einfach der größte Schatz. Sie hat mit den Kindern gespielt. Sie war die Entertainerin, oder? Warst du heute die Entertainerin? Michelle? Könnte rein. Die Michelle kann ich mir gut in so. Du könntest sowas gut arbeiten, oder? Mit Kindern. Kinderbeschäftigung. Ja, so Kindergärtnerin oder Lehrerin. Puppa-Michi oder was? Ich bin schon geübt mit denen zwei. Stimmt, ja. Ich habe meine Winkel gemacht. Wer sagt das? Papa, was sagst du zu meinen qualitativ backen Leistungen? Soll ich jetzt anfangen? Ich mache das. Das ist die einfachste Torte, die es gibt. Mit Buttercreme. Deswegen bin ich mal mull. Ja. Da drin ist so viel Butter und so viel Zucker. Damit du schön. Dass ich morgen neue Klamotten brauche. Mhm. Aber schmeckt? Schmeckt gut, oder? Oder nicht? Oh ja. Schau mal, normalerweise, kannst du dich erinnern, letztes Jahr von Geburtstag, da ist noch voll viel Torte übergeblieben. Von dieser Eichhorn-Torte und da. Sorry, ich habe mich nicht mehr verabschiedet, deswegen einen kleinen Gruß von mir vom nächsten Morgen. Ich war gestern den Tag noch reden. Ich will alles auf einmal sagen, dann kommt so aus mir raus. Also wir haben gestern den Abend noch in der Familie genossen. Wir haben ein bisschen ferngeschaut und ja, ein bisschen Spaß gehabt. Auf Insta-Story habe ich ein bisschen was noch gepostet. Vielleicht werde ich es euch auch hier reinstellen, das war nämlich so lustig. Ich sag hallo zu deinen Zuschauern. Hallo meine Lieben. So lange sind wir jetzt auch nicht zusammen. Ich bin noch so ein bisschen altmodisch. Die Luisa läuft nicht. Komm! Wow, mega. Schöne Brüste, Lara. Alles klar. Und dann bin ich eingeschlafen. Wir sind eigentlich alle ziemlich früh ins Bett gefallen. Und da ist der nächste Morgen. Und ja, hiermit verabschiede ich mich aber auch vom Vlog.
Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut unbedingt bei der Julia vorbei, bitte. Das würde mich so freuen. Die hat das so schön gestern gemacht. Und sie ist eine liebe Freundin von mir geworden. Wir kennen uns mittlerweile schon ein Jahr. Deswegen bitte, wenn ihr lieb seid, dann schaut bei ihr vorbei. Schaut bei ihrer Webseite vorbei, wenn ihr auch eine Party plant in nächster Zukunft. Ihr könnt mit meinem Code Diana30, habe ich das schon mal gesagt? Und zwar habe ich nämlich einen Rabattcode von ihr bekommen mit Diana30, spart ihr nämlich 30% auf diese Partyboxen und das lohnt sich, weil das ist ein echt, echt guter Rabattcode, weil so teuer sind die Boxen jetzt auch nicht, die kosten so zwischen, ich glaube, 70 und 90 Euro, also das lohnt sich definitiv vorbeizuschauen, wenn ihr Bock habt. Also, ja, vielen Dank fürs Zuschauen, meine Lieben. Tschüss, bis morgen für euch.